Hi, zu den Lichtverhältnissen sagen wir jetzt mal einfach nichts, weil es sieht aus wie so ein Retro-Film. Das ist ein bisschen Stummfilm ja nicht, weil ich rede ja viel zu viel, aber die Sonne scheint, was soll ich machen? So, ja, mein Aufgebraucht-Video für diesen Monat, ihr hört es schon, das ist mehr als ein Teil, ja, kommt jetzt. Fang mal einfach an. Ja, ich habe dieses Duschgel hier, Close to Nature, Soft Touch Shower Gel, grüne Tee und Gurke, in der Apotheke in Oberhausen geschenkt bekommen. Bei einem Einkauf. Roch frisch, fand ich ganz gut. Ich habe keine Ahnung, ob man das wirklich kaufen kann, ich weiß es wirklich nicht. Ja, so für 79 Cent oder so würde ich es mitnehmen, alles andere wäre zu teuer. Pflegewirkungen bei Duschgels. Steht hier aber, glaube ich, auch nicht drauf, oder? Doch. Reinigt und pflegt, grüner Tee, frische Gefühl, langanhaltend. Nee, kann man nicht sagen. War ein schnelles Duschgel, aber für ein Geschenk durchaus okay. Dann meine Weihnachtsbox, Hello Kitty, hier Papiertücher. Aufgebraucht, tatsächlich mal. Aber wir haben mehrere Packungen Tücher rumstehen und dann dauert das immer ein bisschen, eine leer wird, weil man immer mal an eine rangeht. So, dann aufgebraucht, schwer geliebt, ist mein Ghoul Feuchtigkeitsaufbau Shampoo mit Babassu-Öl für trockenes und sprödes Haar. Und das ist ja dufttechnisch das Geilste, was es gibt, ne? Das gibt es ja auch noch mit in rosa mit Goiu-Beere oder so. Die mag ich auch sehr gerne, aber das mag ich noch viel lieber. Und ja, also ich finde, es pflegt das Haar super. Trotz fettiger Haare. Die habe ich so oder so. Waschen muss ich sie auch. Von daher, warum dann nicht mit so lecker Duft? Sorry, ich bin mal wieder eingespannt hier. Ich habe mich mal wieder verrenkt, eingerenkt, ausgerenkt, eingeklemmt. Ich werde nicht aufbrauchen das Altera Körperpeeling Cranberry und Feige. Und nein, das liegt nicht daran, dass ich feige bin. Ich finde einfach, dass es stinkt. Und das ist kein besonders tolles Peeling-Effekt. Das ist kein besonders gutes Feeling. Es macht kein gutes Feeling. Und ja, ich mag es nicht. Deswegen werde ich es nicht aufbrauchen. Es steht ewig schon in meiner Dusche rum. Weg. Meine Lieblingshandwaschcreme in flüssig ist die Palmoliv. Oliven. Also das Grüne mit der Oliven drauf. Das mag ich sehr gerne, kaufe ich immer wieder nach. Habe zwischendurch immer mal wieder eine andere Flüssigseife, aber die ist eigentlich immer, also die geht immer. Und die hat echt, ich mag den Duft super, super gern. Mag ich auch als Duschgel total gern. Habe ich auch als Duschbad, also für die Badewanne. Ich mag das total gerne. Werde ich nicht aufbrauchen, das Bioderma Sensibio DS Plus Gel Waschzeug. Was soll das sein? Beruhigendes und klärendes Reinigungsgel. Das ist bei mir dufttechnisch umgekippt. Es stinkt. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal gezeichnet. Ich schmeiße es aber wirklich weg. Es stinkt einfach wirklich abartig. Es hat vorher nicht gerochen. Fragt mich nicht, wieso es auf einmal riecht. Ich habe keine Ahnung. Die Apotheke, wo ich es bestellt habe, und es war nach einer Woche. Also nach einer Woche Duschen schwankt das, als wäre es umgekippt. Hat sich nicht zurückgemeldet, deswegen kann ich es jetzt auch endgültig wegschmeißen. Halleluja, Freunde. Ich habe eine Handcreme leer gemacht. In unserem Haushalt befinden sich 10 Handcremes, überall verteilt. Fragt mich nicht, immer wieder mal. Ich muss mir das echt angewöhnen, das besser zu machen mit dem Aufbrauchen von Handcremes. Das ist jetzt die Florena Handcreme mit Olivenöl. Ich habe gerade noch drauf geschmiert, den letzten Rest. Ist halt eine weiße, cremige Handcreme. Halt, ne? Und ja, die riecht ganz gut. Ich kann auch jetzt keine negativen Eigenschaften feststellen. Ich mag die Florena-Sachen sowieso alle sehr gerne. Habe ich auch noch eine rosane von. Und irgendwo auch noch eine blaue. Also ja, ihr werdet immer mal wieder eine Florena-Handcreme sehen, sollte ich sie denn tatsächlich alle mal irgendwann aufgebraucht haben. Aber die mag ich auf jeden Fall ganz gerne. Eins meiner Lieblingsdüfte und Duschbäder und so weiter kennt ihr auch schon, habe ich auch schon mehrmals gezeigt. Glückliche Auszeit, Aroma Pflegedusche, Roter Mond und Hanf.
Komischerweise gibt es das nicht mehr überall. Ab und zu mal ja, ab und zu mal nein. Wieso auch immer, keine Ahnung. Ich mag den Duft super gerne. Ich habe es auch als Duschbad, also für die Badewanne. Gibt es da ein anderes Wort für? Ist ja dann kein Duschbad. Schaumbad? Egal, habe ich auf jeden Fall auch noch diese Tube von. Nein, das ist die Tube, also diese Dose von. Mag ich super, super gerne. Ist natürlich ein bisschen teurer. Macht aber echt Spaß, also das liebe ich sehr. Dann aufgebraucht die All-in-One BB Cream. Hier habe ich das Gefühl, ich habe euch das alles schon gezeigt. Wieso? Im letzten Favoritenvideo, kann das? Möglich, ne? All-in-One BB Cream Matt. Die ist jetzt leer. Und die hat ewig gehalten. Ewig, 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 ewig. Ein Jahr ungefähr? Bestimmt. Müsste ungefähr hinkommen. Also die hat, also die ist ja super flüssig und da kommt eigentlich auch immer ein bisschen zu viel raus. Und ich benutze sie eigentlich jeden Tag. Hat mich ein Jahr gehalten. Ich liebe dieses Ding. Aufgebraucht und für okay befunden. Invisible, Anti-Rückstände, Schwarz-Weiß und Farben. Ist halt ein Deo von Garnier. Riecht auch, ja, roch eigentlich ganz gut. Würde ich auch nochmal nachkaufen. Musste auch nicht husten davon. Top die Watte quält. Aufgebraucht von Rexona diesen Deo-Roller. Long Lasting Protection, ja. Ich mag den Preiswerten von Balea lieber. Der Duft ist okay, aber würde ich jetzt nicht nochmal nachkaufen. Ist okay, aber ne? Muss ich jetzt nicht haben. Ja, toll, oder? Ich habe es aufgebraucht. Ich habe eine weitere Creme aufgebraucht. Was ist los mit mir? Feuchtigkeit, aber das ist auch die von vor 2 Jahren, ne? Nicht die aktuelle Winterpflege, sondern die von vor 2 Jahren. Ja, war halt eine Bodylotion. Ich habe ja von M. Asam, ja, ich fange schon wieder an, es tut mir leid, mir von M. Asam diese Creme Body Butter aufgebraucht. Und der trauere ich jetzt ernsthaft auch wirklich hinterher, weil das einfach ein komplett anderes Cremegefühl ist. Ich mag meine Finial sehr gerne und da habe ich auch noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Aber zum Beispiel bei diesen Darf-Dingern oder jetzt, was habe ich noch, die diese Ultra Garnier 7 Tage Pflege, weiß ich nicht was, ist ja auch egal. Die brauche ich auch gerade auf. Wenn man da irgendwas drüber zieht oder was eine Hose anzieht oder da drüber streicht, dann quietscht die Haut so komisch. Klebrig, weiß ich nicht. Also das habe ich mit diesen Drogerie-Eincremesachen sehr häufig. Bei den Finial-Sachen geht's. Oder bei dieser einen Finial-Creme, die ich da jetzt habe, geht's. Aber so Darf und dann andere Zeug. Und das nervt mich total. Ich will, dass es pflegt und einzieht und nicht klebt und nicht quietscht. Und das hat die M. Asam definitiv besser gemacht. Nochmal nebenbei. Oh. Nein, es ist nicht nochmal das gleiche. Wir haben auch noch eine zweite aufgebraucht. Huch. Ja, ihr seht, sie ist sehr geliebt. Jetzt müssen wir eben gucken. Nee, ist der gleiche. Ich weiß, ich wollte euch zeigen, dass sie die Verpackung geändert haben und dass das die kleinen Verpackungen sind und dass das zwei, beides 250 Milliliter sind. Oder sind das die alten und die neuen sind 200? Ach, egal, ist auch. Ich wollte euch nur die Volksverarschung klar machen, aber auch das ist ein anderes Thema. Dann habe ich aufgebraucht das CD Silikonfrei Atmungsaktiv Sprühdeo. Ja, vom Duft ganz gut. Echt ganz frisch. Allerdings musste ich davon husten. Werde ich also definitiv nicht nachkaufen. Was werde ich ebenfalls nicht aufbrauchen, ist das Balea Pure and Fresh Shampoo. Nicht, weil ich das nicht gut finde, sondern weil ich das jetzt sehr lange schon habe, also wirklich lange habe. Und die Sachen sind ja nicht alle ewig lange haltbar. Hier steht ja drauf, wenn man es einmal aufgemacht hat, dann sind das wie viele Monate? Steht hier nicht drauf. Steht hier nicht drauf. Hä? Egal. Das werde ich nicht aufbrauchen, weil ist auch jetzt nicht mehr so viel drin.
weil es geruchstechnisch gekippt ist und ich damit mir nicht die Haare waschen möchte, weil ich dann die ganze Zeit den Geruch in der Nase habe und dann wird mir schlecht. Das wollen wir nicht. Ich werde mir das neue davon definitiv irgendwann nachkaufen, da ich es aber halt nicht so häufig benutze, also nicht jeden Tag, weil das einfach für die Haare jetzt auch nicht immer nur super ist, sondern für Tiefenreinigung. Ist das so einmal die Woche Haare waschen mit dem Zeug, ist auch okay. Aber dafür ist das einfach ein bisschen zu groß und jetzt ist es halt gekippt und deswegen werde ich es nicht aufbrauchen, aber nicht, weil ich es nicht gut finde. Aufgebraucht, doof, pure Verwöhnung. Ein Kokosnuss, ja, eigentlich steht hier Jasmin und Honig. Ja, von mir aus auch Jasmin und Honig. Es ist auf jeden Fall ein warmer Duft. Und ein schwererer Duft, also jetzt nicht unbedingt die Sommerduschcreme, aber da wir eigentlich auch keinen haben, ist ja auch scheißegal. Ja, ich mag Dove Duschgels und Duschgele. Und würde mir auch jederzeit diesen nachkaufen, bin ich da relativ schmerzfrei. Schmerzfrei bin ich im Moment irgendwie gar nicht, aber... So, dann habe ich aufgebraucht auch meinen zweiten Augenbrauenstift von Estee Lauder. Und ich trauere ihm hinterher. Ich habe jetzt zwei, drei gefunden, die sind ganz okay, aber die Farbe ist dann doch... War echt diese Sonne, ne? Ich meine, ich habe dich echt gern, Planet, aber sonnenfilmtechnisch bist du heute echt ein Arsch. Ja, jedenfalls Soft Brown habe ich aufgebraucht. Diese Farbe gibt es nicht mehr. Ich habe mir jetzt einen von MAC gekauft, der farblich sehr ähnlich ist. Aber ich vermisse ihn jetzt. Also ich vermisse ihn wirklich sehr. Aufgebraucht auch von Christina Aguilera Redzin Beauty Shower Gel. Habe ich geschenkt bekommen. Zusammen in einem Geschenkset mit dem Parfum, dem roten. Und das habe ich auch echt gerne gemocht und ich überlege ernsthaft, ob ich mir das nochmal in der großen Größe kaufe, weil ich das irgendwie total gut fand. Ich habe das gerne gerochen und fand es auch echt lecker zwischendurch mal so. Dann aufgebraucht, ich hätte nie gedacht, dass mir sowas mal gelingt. Den Rest kriege ich da auch nicht mehr raus. Ist die I Love Stage Eyeshadow Base von Essence. Mag ich. Ich habe mir jetzt die von Reval de Loup gekauft. Kann ich auch nichts Schlechtes zu sagen. Also die eine, die es in der LE gab. Nicht die, die es jetzt im Sortiment gibt, weil ich gar nicht weiß, ob das die gleiche ist. Und weil die aus dem Sortiment, glaube ich, auch nicht so eine Schwämmchen-Applikator-Geschichte hat. Meine ich. Egal. Jedenfalls aufgebraucht, würde ich mir auch jederzeit wieder kaufen. Habe jetzt einfach mal wieder eine andere ausprobiert. Mag ich aber sehr gerne. Ebenfalls aufgebraucht meine Black is Black Multi-Action Mascara von Essence. Ich habe jetzt die rosane mir einfach mal wieder gekauft. Warum? Keine Ahnung. Und die hier, die lilane, ist bei weitem 1000 Viertel Milliarden Mal besser als die rosane. Deswegen werde ich mir die auf jeden Fall irgendwann nochmal nachkaufen. Die rosane jetzt erstmal aufbrauchen. Sie ist okay, aber ich mag die rosane nicht. Die gefällt mir einfach nicht. Mal eben gucken, was mir meine... Was? Okay, das zeige ich euch jetzt mal eben. Mein Patenkind, ein Jahr alt, hat dieses Geschenk zum ersten Geburtstag bekommen. Also wenn... Geil. Ja, super cool. Und mein Freund und der Papa von dem Patenkind sind begeisterte Mega-Griller. Und also geiler hätte man das Geschenk eigentlich nicht haben können. Sehr lustig. Ja, das dazu. Dann aufgebraucht, as always, hier mein Manhattan Compact Powder in Sand. Wie ihr seht, noch die alte Verpackung. Ja, hier wie gesagt, wie der Rand. Ich möchte das nicht. Ich kann das auch nicht aufbrauchen. Das macht mich wahnsinnig. Ich habe jetzt beschlossen, 1, 2, 3, 4, wenn ich welche habe, Pröbchen auch mal mit reinzupacken. Von Vichy diese Nutri Extra Creme vor the Körper.
Ja, die hat auch ganz okay gerochen. Also ich meine, was kriegst du mit so einem Pröbchen groß eingecremt, ne? Ein bisschen Unterschenkel ist auch okay. Dry to very dry skin, also trockene bis sehr trockene Haut, nicht klebend. Ja, gut, dass ich total gut Englisch kann. Wenn ich mal irgendwann zu viel Geld übrig habe und nicht weiß, was ich sonst nehmen sollte, werde ich die bestimmt auch mal ausprobieren. Die fand ich über das Pröbchen zumindest ganz nett. Dann aufgebraucht und auch wirklich sehr, 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 sehr gemocht ist von Clarins das Fluid Régulateur Ultra Beaugrasse oder Ultra Matte Rebalancing Lotion for Oily Skin. Optimaler Matteffekt für schöne Ausstrahlung ölige Haut morgens auf das sorgfältig gereinigte Gesicht und den Hals auftragen. Das ist eine Emulsion quasi. Ja, Emulsion ist jetzt wahrscheinlich falsch, ne? Eine Lotion. Aber so eine nicht so dickflüssige und sehr durchsichtige Lotion. Ich mag den Geruch davon total, total, total gerne und ich fand auch die Wirkung davon richtig gut. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass in meiner fettigen Haut der ganze Tag die Haut jetzt matt bleibt. Das ist einfach nicht so. Aber ich fand die Pflege echt gut und würde sie mir auch jederzeit nachholen. Sie ist ein bisschen teuer, deswegen mache ich das jetzt erstmal nicht. Ich habe es nicht benutzt während meines Ekzems hier unten. Da habe ich sie wirklich nur hier an den, also im restlichen Gesicht benutzt und nicht hier unten. Ja, also mag ich gerne, werde ich mir auch irgendwann sicherlich nochmal nachholen. Im Moment bin ich ja mit meiner La Roche-Posay und etc. gut versorgt. Ja. Und ich glaube, ich habe jetzt alles. Werde ich jetzt gleich mal in den Müll bringen. Ja, das waren meine Aufgebraucht-Geschichten von diesem Monat. Ich möchte auch diesmal wieder keine Diskussion über meine nachzufärbenden Ansatzsträhnchen sprechen. Nehmt es so hin, nächste Woche kommt die Friseurin. Ich kann nicht jede Woche zum Friseur rennen. Und meine Haare wachsen wie Unkraut. Was habt ihr denn so aufgebraucht oder habt ihr ein Ziel, was ihr gerne aufbrauchen wollt? Für den nächsten Monat oder so. Ich habe keins. Aber mein Ziel für Juni ist auf jeden Fall Shoppingfasten. Mal schauen, ob mir das klappt, ob mir das gelingt. Außer jetzt Nötigstes, wie wenn ein Shampoo leer geht oder ein Duschgel, wird alles andere gestrichen für den Monat Juni. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin gespannt. Ich hätte noch einen mini kleinen Haul, den ich noch drehen könnte. Ich war letzte Woche in Essen mit meiner Freundin und ja, könnte ich schon mal machen. Ein paar Kleinigkeiten. Ich war auch gerade noch bei Kiko. Zum Beispiel diesen scharfgeilen Lack gekauft. Und sowas. Wenn ihr wollt. Dann hat mir jemand noch drunter geschrieben, ich könnte ja mal ein Favoritenvideo machen von Favoriten jetzt und vor einem Jahr. Das fand ich auch eine super coole Idee. Das werde ich auch machen. Nur jetzt nicht vielleicht gerade nach dem Aufgebraucht-Video. Ich vermute, dass da einige Dinge gleich sein werden. Mal schauen. Und ja. Ach ja, den Hit the Pan Tag von Vika kann ich ja wie gesagt nicht machen, weil ich nix Pan hitte irgendwie. Hab mir da aber was anderes überlegt. Ich werde ihn ein wenig ummodeln. Habe auch schon einen, glaube ich, ganz lustigen Titel, aber da lasst euch mal überraschen. Und ansonsten, wenn ihr Videowünsche habt oder irgendwas wissen wollt oder, ihr könnt mich, glaube ich, überall kontaktieren. Kontaktieren, wo geht? Fatzebook, Twitter, Instagram, Mail. Ich glaube, das war's. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Heute ist Freitag, vielleicht schaffe ich das ja. Keine Ahnung, was ich jetzt noch sagen wollte. Bis dann. Ciao.